Eine Frage. Welche Skittles mögt ihr mehr? Die grünen, das sind die sauren, oder die roten, das sind die normalen? Welche mögt ihr mehr? Schreibt mir mal eure Lieblingssorte in die Kommentare rein. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin's Mauf und herzlich willkommen gleichzeitig zu einem neuen Puffer-Video. Für diejenigen, die immer noch nicht wissen, was ein Puffer-Video ist, ich erkläre es gerne zum vierten Mal. Und zwar ist heute der 17. Februar und ich nehme ein Puffer-Video auf, denn in nächster Zeit habe ich sehr wenig Zeit, denn ich habe mein Abitur und deswegen muss ich vermutlich sehr viel lernen und kann keine Videos produzieren und bla, ihr wisst halt Bescheid. Auf jeden Fall, wenn ich dieses Video hier hochlade, also genau heute, dann habe ich sehr, sehr wenig Zeit. Ich denke mal, ich lade es in ein paar Wochen oder so hoch, wenn ich eben, ja, Abitur schreibe. Und es bedeutet, ich habe gerade sehr viel Stress, wenn ihr das Video seht. Aber das ist ja egal. Heute zeige ich euch auf jeden Fall einen coolen Zaubertrick, einen coolen Zaubertrick halt, ne? Einen coolen Zaubertrick. Und ihr habt es ja schon am Intro gesehen, anhand den Skittles. Genau, heute geht es um Gummibänder. Ich möchte euch nämlich einen coolen Trick mit Gummibändern zeigen. Beziehungsweise mehrere Kunststücke, okay? Mehrere Kunststücke, ich denke mal, sie gefallen euch, auch wenn sie sehr, ich sag jetzt mal, Klassiker sind. Wir nehmen die Gummibänder. Passt auf 3 wird es passieren. Gummiband 1, Gummiband 2, 1, 2, 3. Und plötzlich hängen Gummiband 1 und 2 ineinander. Seht ihr das? Das ist physikalisch gar nicht möglich, deswegen ist wahrscheinlich nur eine Illusion gewesen und letztendlich sind sie wieder auseinander. Okay, ich muss euch aber zugeben, die Gummibänder haben eine Öffnung. Okay, passt auf. Stelle mal die Kamera ein bisschen um, dass ihr es besser seht. Dann seht ihr die Öffnung genau. Warte, wo ist sie? Genau hier. Da ist einmal eine Öffnung, sonst wären es ja Gummischeiben. Versteht ihr? Das ist, macht keinen Sinn. Deswegen, die Gummibänder haben eine Öffnung. Aber ich zeige euch nochmal was, wie man diese Öffnungen verwenden kann. Schaut her, wir nehmen die Gummibänder hintereinander. Seht ihr das? Kamera, stell mal scharf auf meine Hände. Seht ihr das? Oh, okay, passt auf. Die Gummibänder sind hintereinander. Okay. Das bedeutet, sie können nirgends raus. Hier nicht raus, hier nicht raus, hier nicht draußen, hier nicht raus. Und wie gesagt, hintereinander, gell? Schaut genau hin. Auf 3 wird es passieren. Hintereinander. 1, 2, 3. Und plötzlich sind die Gummibänder wieder auseinander. Das ist unglaublich, oder? Wir machen es nochmal. Okay, es ging vielleicht ein bisschen zu schnell. Nochmal, Gummibänder hintereinander. So, schaut genau hin. Hintereinander. 1, 2, 3. Und die Gummibänder sind wieder auseinander. Ich zeige es euch nochmal. Richtig langsam, okay? Dass ihr wirklich seht, wie es funktioniert. Okay, schaut genau hin. Hintereinander und langsam passiert's, wie sie auseinandergehen. Ja, sehr visuell, muss ich sagen. Aber passt auf, wir machen es nochmal. Viele denken ja, es geht hier auseinander, gell? Ihr denkt vermutlich auch, es geht hier auseinander. Aber tatsächlich geht es am Daumen auseinander. 1, 2, hier, genau da am Daumen, okay? Habt ihr es gesehen? Ich denke schon, oder? Passt auf, wir machen es nochmal, okay? Schaut genau hin. Nehmen die Gummibänder hintereinander. Achtung. Und jetzt schaut mal genau hin. Wir nehmen das eine Gummiband und verknoten es ein wenig mit dem anderen, bis es plötzlich komplett verschwindet. What? Das heißt, wir haben nur noch eins. Das andere. Ah! Wieder die Nase hoch. Yes! Falls euch der kleine Trick gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und lasst mir euer Feedback in den Kommentaren da. Ansonsten könnt ihr natürlich bei zauberbox.at vorbeischauen. Habe ich voll vergessen, euch zu sagen jedes Mal. Also schaut bei Zauberbox vorbei. Ziemlich cooler Online-Zaubershop. Könnt ihr jeden Trick erwerben. Bis auf die zersägte Jungfrau. Den gibt es da, glaube ich, nicht. Aber schaut gerne mal vorbei. Ansonsten könnt ihr ja bei Instagram vorbeischauen. Da bin ich sehr, sehr aktiv, auch wenn ich Abitur habe. Weil ich kann ja immer so in der Story so ganz schnell was posten. Und da seid ihr immer ja, live dabei sozusagen. Ansonsten war es mit dem kleinen Video. Schaut nächstes Mal wieder vorbei, wenn es wieder heißt Zaubern. Ciao.